Hallo, ihr Oberfranken. Ich gebe euch mal einen Tipp. Wählt mal den Andreas Löschel. Den braucht man im Landtag. Der ist ehrlich, der ist geradlinig und der hat gute Themen. Die oberfränkische Stimme für den Steigerwald, damit der Buchenwald endlich so weit geschützt ist, dafür steht er. Der Steigerwald ist einer der schönsten Buchenwälder, die wir im Flachland haben. Außerordentlich artenreich, von einer sehr hohen Biodiversität und sehr schützenswert. Und es läuft ja eine Diskussion um diesen Steigerwald. Soll er Nationalpark werden oder nicht? Wir wollen eine Machbarkeitsstudie zu dieser Frage. Und wenn es um die Fragen, gerade die Diskussionen vor Ort geht, ist der Andi Lösche einer meiner gefragtesten Ansprechpartner, der sich wirklich gut vor Ort auskennt. Der Andi Lösche ist ein Steigergrüner, der ist engagiert beim Steigerwald Nationalpark, der kümmert sich um Urheberrecht und ich habe manchmal den Eindruck, der will sich schon selber überholen. Ich wünsche mir Andi Lösche für den Bayerischen Landtag als unseren Abgeordneten für die Region Bamberg und natürlich auch als Ansprechpartner für uns hier in der Gemeinde. Solche Häuser sind die Seelen von unseren Ortschaften. Die sollten einfach erhalten bleiben. Deshalb, lieber Andi, setz dich doch dafür ein, dass die Gelder für die Denkmalpflege wieder erhöht werden. Er ist für mich wirklich der geeignete Politiker für den Landtag. Nicht nur, weil er für den Steigerwald kämpft, sondern auch, weil er sich für gerechte Bildungschancen einsetzt. Also im September nichts wie rein in den Landtag für Andi Lösche. Eine Großbaustelle im Freistaat ist die Bildungspolitik. Ich möchte ein besseres Lernen. Unsere Kinder sollen länger gemeinsam auf die Schule gehen dürfen. Das hilft im Übrigen, die Raumnot an den weiterführenden Schulen zu lindern und es sichert den Fortbestand der Grundschulen auf dem Lande. Wir wollen die Eigenverantwortung der Schulen stärken. Finanziell, personell und natürlich konzeptionell. Also es ist ja schon manchmal kompliziert mit ihm, weil er ja Lehrer ist. Das ist ausnahmsweise mal recht. Ja, ich kenne ihn von vielen Situationen, von Reisen, Freizeit, Familie und ich weiß, dass er den Namen Volksvertreter mit Sicherheit verdient hat. Und als ehemaliger Kollege weiß ich auch, dass er von Schulpolitik eine gute Hand hat. Also, gut. Ich möchte keine Städte voller Autos und keine Dörfer auf dem Abstellgleis. Gerade in Zeiten des demografischen Wandels wird der Ausbau der Schiene und ein flächendeckender Nahverkehr ein ganz wichtiger Standortfaktor für unsere Kommunen sein. Ich wünsche mir, dass Menschen, die in ihrer Heimat verfolgt werden, in Bayern unter guten Bedingungen selbstbestimmt leben können. Flüchtlinge sind bei uns genauso willkommen wie alle anderen. Wenn Menschen in Not geraten, dann helfen wir ihnen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Was ich möchte, ist eine neue Willkommenskultur. Der Andi Lösche in den Landtag? Na klar. Wir brauchen den Andi, weil er ein Querdenker ist, weil er eine laute Stimme hat, weil er bekannt ist und achtet auf seine Schuhe, wenn ihr ihn seht. Da gibt's echt was zu gucken. Der Andi Lösche ist einfach ein feiner Kerl und der sollte immer München sein.